Menschen verbünden sich, um Gutes zu tun. Das ist ja nichts Neues. Und warum sollten es nicht auch Heilige tun? Und heute habe ich eine Heilige gefunden für Sie, von der ich nichts wusste, ehrlich gesagt, und die auch Großes für Johannes Paul II. Getan hat. Aber das kommt später. Sie heißt Christina Montella, im Ordensleben Schwester Rita vom Heiligen Geist, und sie war die enge Freundin von Pater Pio. Aber sie haben sich nicht einmal in Wirklichkeit gesehen. Aber das ist die Geschichte von heute und Sie werden erstaunt sein, wie das sein kann. Mein Name ist Paul Oldenburg, hier ist der Kanal Pater Pio und hier erfahren Sie alles über diesen großen Heiligen, Pater Pio, und wie er Ihr Leben noch heute verändern kann. Radio Maria berichtet über Sie, aber Sie finden auch viele andere Zeugnisse in Italienisch und in Spanisch, habe ich es gefunden. Vielleicht gibt es das auch auf Deutsch im Internet, das weiß ich nicht. Über diese große Schwester, über diese, ja, ich weiß nicht, ob sie heilig gesprochen ist. Nein, noch nicht. Aber ich glaube, das wird sich zeigen, dass sie auf fast einer Ebene Pater Pio ist. Aber sie ist nicht so bekannt. Viele Heilige hatten solche Gehilfen, wenn man so will. Freunde, spirituelle Freunde, und die sich dann zusammengetan haben, um etwas zu tun, um etwas Gutes zu tun. Und der heilige Pater Pio nannte diese, die Schwester Rita, Bambina. Das war seine Bambina. Und dazu etwas später. Es gab eine feste, tiefe geistliche Freundschaft zwischen den beiden, so wie eben der heilige Franziskus mit der heiligen Clara oder der heilige Vinzenz von Paul und die heilige Luise von Marillac oder dem heiligen Franz von Sales und der heiligen Johanna Franziska von Chantal. Und sicherlich gibt es noch viele. Und Christina Montella wurde geboren am 3. April 1920 in Cercola am Rande von Neapel, also gar nicht so weit weg von Pater Pio, der ja nordöstlich von Neapel seine Heimat hatte. Als sie 2 Jahre alt war, sah sie im Haus ihrer Tante plötzlich ein Bild vom heiligen Gerhard Majella, wie das Bild lebendig wurde. Und natürlich rannte sie erschrocken davon. Sie war ja noch etwas klein. Und dann kam sie später wieder und fasste allen Mut zusammen. Und sie erzählt das, offensichtlich hat sie sich noch daran erinnert, auch wenn sie erst so jung war. Sie kam vor das Bild und der heilige Gerhard streckte seine Arme nach ihr aus und umarmte sie und sagte, Christina, du wirst einmal Nonne werden. Und damit war wohl ihr Weg schon vorgeschrieben. Und sie erfuhr weiter in ihrem Leben, in ihrer Kindheit, mystische Phänomene, zum Beispiel Zwiegespräche mit dem Jesuskind, mit der Jungfrau Maria oder mit dem Schutzengel. Und schauen Sie, das kennen wir. Und das ist nicht so selten. Wir haben das in der ganzen Geschichte gehabt, dass diese Sachen passieren bei Menschen eben, die sich ganz hingeben, die nichts zwischen sich und Jesus gelten lassen, sondern die sagen, Jesus, ich will das tun, was du möchtest, und das wird belohnt, genau durch solche Sachen. Dann können Sie den Grad unserer Trennung von allem Heiligen und unserer Trennung von Gott, unserer Trennung von unserem Heiland messen, wie viel wir von dieser Übernatürlichkeit selber mitbekommen. Natürlich, manchmal und auf jeden Fall, diese Heiligen werden dann gestürzt in eine große Dunkelheit, aber da passiert ihnen nichts. Sie leiden zwar, aber sie wissen ganz genau, wo sie hingehören, und sie werden da durchkommen. Und am Ende werden sie direkt meistens in den Himmel aufgenommen. 1934, da war sie 14 Jahre alt, fand die erste Begegnung statt, aber nicht irgendeine Begegnung. Christina betete sehr vertieft in ihrem Zimmer, als sie plötzlich einen Kapuzinermönch vor sich sah. Sie kannte ihn nicht und noch weniger wusste sie, wie er in ihr Haus gekommen war. Aber der Kapuzinermönch sagte zu ihr, Christina, ich bin Pater Pio. Man weiß nicht, was Pater Pio nach diesem Kennenlernen zu ihr sagte, die erste einer langen Reihe von Begegnungen war, die er mit ihr hatte in den folgenden Jahren. Zu Lebzeiten Pater Pios, aber auch noch danach. Am Ende des Besuchs, bevor er ging, sagte Pater Pio auch, Christina, werde nie erwachsen, bleibe immer ein kleines Mädchen. Was will er damit sagen? Bewahre dir die Unschuld eines kleinen Mädchens. Da sehen wir auch, wie wichtig es ist, die Kinder, solange es geht, zu schützen vor den
bösen Einwirkungen, die heute aus der ganzen Gesellschaft, aus unserem ganzen Umfeld, aus dem Fernsehen und so weiter, auf die Kinder hineinprasseln. So lange wie möglich diese Unschuld bewahren. Und dann können sie auch irgendwann selber diesen Entschluss fassen, tatsächlich dort weiterzumachen und nicht einfach aufzugeben und die Viere von sich zu strecken. Und von dann an nannte Pater Pio sie Bambina. Und sie trafen sich immer häufiger, um zu beten, aber eben er immer in Bilokation. Er kam immer zu ihr, sie war in Neapel und er schon lange in San Giovanni Rotondo, 300 Kilometer entfernt. Pater Pio unterwies sie in großen Dingen, die Gott in ihr wirken wollte und bereitete sie auf die Mission vor, die sie, wenn sie sie annehme, mit ihm in einer Rolle als Sühneopfer verbinden würde. Wieder, immer wieder die Rolle des Sühneopfers, die Pater Pio in Perfektion ausgeübt hat, weil er es wollte, weil er es dem Heiland versprochen hatte. Und jetzt kommt sie hinzu. Den zweiten großen Moment dieser geistlichen Freundschaft schildert Pater Francesco d'Anastasio, ein Passionistenpriester. Der war der geistliche Leiter von Bambina. Und er sagte, am 14. September 1935, sie war 15, am Fest der Kreuzerhöhung, das ist heute, am 14. September, vor 87 Jahren ist das gewesen, betete Christina um 2 Uhr morgens, als sich auf einmal der Himmel öffnete. Was ist die Kreuzerhöhung? Das Fest der Kreuzerhöhung ist also, hat eine lange Tradition. Nachdem das Kreuz gefunden wurde von der Mutter vom Kaiser Konstantin, Helena, wurde es in Jerusalem zunächst immer am 14. September ausgestellt und erhöht gezeigt. Das heißt, wegen der Kreuzerhöhung, es wurde sie erhöht gezeigt, um eben die Gelegenheit zu haben, eben das Kreuz anzubeten. Und so machen wir das auch noch heute. Ich kann nur hoffen, dass viele in die Messe gehen heute, um sich daran zu erinnern. Vielleicht finden Sie 10 Minuten, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, um darüber nachzudenken, was das Kreuz bedeutet, was das Kreuz für uns alle bedeutet, nämlich die Erlösung, die Öffnung des Himmels für uns, was unser Heiland für uns am Kreuz erlitten hat und das Opfer, was er gebracht hat, darüber ein wenig zu meditieren. Ich glaube, das lohnt sich an diesem Tage. Und insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was gerade bei uns passiert, nicht nur in der Politik, in der Krisenzeit, die sich vorbereitet, aber auch in der Kirche, in der katholischen Kirche, unserer katholischen Kirche, unserer Heimat, unserer geistlichen Heimat, die gegründet wurde, um uns sicher in den Himmel zu führen. Denn dafür ist die katholische Kirche da. Der Streit, der jetzt ausgebrochen ist, darüber, wie die Wahrheit eigentlich aussieht. Die Wahrheit wird demokratisch irgendwo verhandelbar, indem wir Gremien einsetzen von Laien, die darüber entscheiden sollen, was die Wahrheit ist und wie wir die Wahrheit auszulegen haben. Nicht einmal auszulegen haben, sondern dass sie eine andere ist heute, als sie es immer war. Das ist das Resultat zumindest des synodalen Weges. Und im Angesicht dieser Katastrophe, die sich da anbahnt, nämlich der völligen Relativierung unseres Glaubens, müssen wir uns zurückbesinnen, was unser Glaube ist. Wir müssen unseren Katechismus wieder in die Hand nehmen. Wir müssen hinschauen, was ist es, was unseren Glauben ausmacht, damit wir nicht fehlgeleitet werden. Und nehmen Sie sich einen alten Katechismus, der unverfälscht ist, wo die Dinge kurz und knapp drinstehen. Es ist eine absolute Katastrophe. Und vor dem Hintergrund, schauen Sie das Kreuz an, schauen Sie unseren Herrn an. Der hat nicht gesagt, komm, Leute, ich sage euch jetzt was, ich offenbare euch jetzt die Wahrheit und nachher könnt ihr ja mal sehen, was ihr damit macht. Ihr könnt ja darüber abstimmen, ob das so ist oder so, oder vielleicht könnt ihr ja was ändern. Nein, so hat er das nicht gemeint. Auf keinen Fall. Also, heute Kreuzerhöhung, erinnern wir uns an Pater Pio, der die Wahrheit eisern verteidigt hat, und auch an Rita vom Heiligen Geist. Und diese sah eben, als der Himmel aufging, Jesus lebendig am Kreuz mit Strahlen, die aus seinen Wunden kamen. In seiner Nähe waren die Mutter Gottes, der heilige Josef und Pater Pio. Pater Pio lebte da noch, offensichtlich, es war 1935 und Pater Pio erscheint da in der heiligen Familie. Jesus richtete diese Worte an sie. Christina, willst du die Leiden meiner Wunden spüren? Dass diese Frage überhaupt an sie gerichtet wird, zeigt, wie innig sie mit ihm verbunden war. Siehe, Pater Pio. Und sie antwortete ihm unmittelbar, ja, mein Jesus, das will ich. Dann durchdrangen die Strahlen ihre Hände, Füße und die Seite und sie begann zu bluten und sie begann sehr starke, unvorstellbare Schmerzen zu spüren.
Am nächsten Tag, dem Fest unserer lieben Frau der Schmerzen, sehr passend, direkt nach der Kreuzerhöhung, lief sie am Morgen zum Heiligtum der Madonna dell'Arco, um einen Priester zu finden, der ihr helfen konnte. Sie war 15. Als sie die Sakristei betrat, traf sie auf Pater Pietro Paolo Guida, einen Passionistenpriester, und zeigte ihm die Wunden. Überrascht versucht der Priester, das Mädchen zu beruhigen, und da er wusste, dass die Familie nicht religiös war, griff er auf die Tugend der Besonnenheit zurück, um es ihr zu sagen: Mein Kind, in einer solchen Umgebung ist es nicht passend, dass diese Dinge sichtbar sind. Ja, stellen Sie sich vor. Nur Mut, geh vor das Bild der Jungfrau und bitte Maria um die Gnade, sie Jesus zurückzugeben. Die Bambina gehorchte dem Pater, betete zur himmlischen Mutter, und um von Jesus alles so zu erlangen, wie der Pater empfohlen hatte. Die Gnade wurde augenblicklich gewährt. Als sie zum Pater zurückkehrte, waren ihre Hände und Füße von den Wunden geheilt. Beide waren gleichermaßen überrascht. Aber sie waren nur äußerlich geheilt. Sie waren nicht mehr sichtbar, die Schmerzen blieben. Und die Wunde an ihrer Seite blieb offen und blutete. Die sah man ja nicht. Bei einer ihrer mystischen Begegnungen mit Pater Pio sagte dieser zu ihr, während er ihr die Hände küsste. Er, der ihr die Hände küsste mit den Malen. Was für ein Glück, Bambina, dass die Wunden verborgen sind. Er hatte dieses Glück nicht. Er hat sich das nicht gewünscht, aber er hat das gemacht, was unser Herr ihm aufgetragen hat. Von dem Tag an, an dem sich die oben geschilderten Ereignisse zugetragen hatten, begann Bambina, die heilige Stunde für die Priester zu beten. Die heilige Stunde wird meistens gebetet am Donnerstag vor dem ersten Freitag, dem Herz-Jesu-Freitag, eben in Erinnerung an die Stunde, die Jesus gebetet hat im Garten, und er kommt zu seinen Jüngern zurück, die schliefen. Und daran erinnern wir uns in der heiligen Stunde, dass wir mit Jesus leiden, dass wir mit seiner Todesangst und seiner Verlassenheit sind. Und das geht zurück auf die heilige Margareta Maria Alacoque, die mit dem Herz Jesu ja diese innige Beziehung hatte und die gesagt hat, betet diese heilige Stunde, und insbesondere für die Priester, damit sie wieder auf den Weg kommen, damit sie treu bleiben. Wieder im synodalen Weg hat sich gezeigt, dass selbst die Bischöfe nicht mehr an Jesu Wort glauben. Und das Einzige, was jetzt hier hilft, ist, einmal darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht mehr glaubenstreu ist, was da vermittelt werden soll. Auf der anderen Seite Opfer bringen, diese heiligen Stunden beten für die Bischöfe und für die Priester, dass sie sich bekehren mögen und wieder wahre Hirten werden, die den Glauben uns einmal vermitteln und ihn dann auch verteidigen vor der Welt und nicht die Welt hineinbringen in die Kirche und die Kirche anpassen an die Welt, so wie es jetzt auf der synodalen Versammlung oder wie auch immer das heißt, beschlossen wurde. Pater Anastasio erzählt uns, was in diesen Momenten geschah, bei der heiligen Stunde. Sie und Pater Pio beteten kniend mit ausgestreckten Armen, jedoch gestützt von zwei Engeln. Andere Engel umgaben sie und beteten um diese beiden Seelen herum, die wie Opfer den Zorn Gottes für die Sünden der Welt besänftigten. Genau das war die Mission von Pater Pio in der Welt, und er band Schwester Rita in diese wichtige Aufgabe ein. So sehr war sie mit dieser erlösenden und sühnenden Mission von Pater Pio verbunden, dass sie ein ähnliches Leben wie er mit vielen Prüfungen und Missverständnissen hatte. Sie erhielt auch die Gaben der Prophezeiung, des Gewissenslesens, also sie konnte unterscheiden die Geister, der Bilokation, sowie die Gabe, Seelen ins Paradies zu begleiten. Und es wurde festgestellt, dass bei dem Attentat auf Papst Johannes Paul II. 1981, dass die Kugel, mit der er erschossen werden sollte, eine leichte Abweichung hatte. Ali Aksha, der Attentäter, sagt selber, dass im Moment des Schusses, also geschossen hat, eine Nonne die Flugbahn verändert hat, der Kugel. Und im Corriere della Sera vom 8. Mai 1991 gab es einen Artikel, der zeigte, dass die Flugbahn der Kugel verändert wurde und dass der Schuss eigentlich hätte tödlich sein müssen. Und die Schwester Rita selber sagt Padre Anastasio, dass sie genau in dem Moment dort war, und zwar mit der Mutter Gottes. Das sind die Dinge, die aufgeschrieben sind. Wir können sie natürlich nicht überprüfen, aber warum sollten wir daran zweifeln, wenn eine solche Seele, Freundin von Pater Pio, solche
Dinge sagt. Die Anwesenheit der Bambina durch Bilokation, so wie sie beim heiligen Pater Pio von Petrecina der Fall war, wurde auch durch den Veilchenduft wahrgenommen, den sie dort verströmte. Gott wollte diese beiden Seelen über ihren Sühneauftrag hinaus vereinen. Bambina verband sich auch mit Pater Pio bei seinen nächtlichen Besuchen, wenn beide nicht gerade die heilige Stunde für die Priester abhielten. Solange der heilige Pater Pio lebte, trafen sich die Bambina, die Schwester Rita und er auf mystische Weise, eben durch Bilokation, um gemeinsam viele Werke der Barmherzigkeit zu tun. Wir können vielleicht in einem weiteren Video nochmal darauf eingehen. Es gibt noch viel zu erzählen von ihr. So zum Beispiel besuchten sie Kardinal Joseph Mincenti, um ihm das zu bringen, was er für die Feier der Messe im Gefängnis brauchte. Kardinal Mincenti war der Kardinal von Budapest und Esztergom in Ungarn zur Zeit der Kommunisten, oder als die Kommunisten das übernommen hatten, Ungarn auch übernommen hatten. Und er war ein Bollwerk gegen den Kommunismus und er war eingesperrt, erst, wenn ich mich nicht irre, in Budapest und dann aber auch noch in der amerikanischen Botschaft in Wien. Und zumindest in Budapest hatte er nichts in seiner Zelle. Und Pater Pio, von dem wird berichtet, dass er regelmäßig dort war, um mit ihm Heilige Messe zu feiern. Sie halfen verschiedenen Soldaten während des Zweiten Weltkrieges und auch vielen Menschen, die Opfer des kommunistischen Regimes wurden. Also natürlich, alle Heiligen waren Antikommunisten. Kommunismus ist der Antagonist der Kirche. Da kann man keinen verstehen, der heute irgendwie Kommunist ist und sich katholisch nennt. Das gibt es einfach nicht. Nachdem sie am 10. August 1940 in das Kloster der Augustinerinnen in Santa Croce Sularno in Pisa, Italien, eingetreten war, blieb die Bambina 51 Jahre lang dort und führte bis zu ihrem Tod am 26. November 1992 ein Leben, das vollkommen identifiziert mit dem des heiligen Pater Pio war. Und wir wissen auch, dass sie, nachdem Pater Pio gestorben war, noch Besuch bekam von ihm. Warum auch nicht? Da sie sowieso zwischen den Welten wandelten, warum sollten sie nicht sich auch danach noch besuchen? Wir wissen nicht, ob sie bei ihm gewesen ist. Davon kann man auch ausgehen. Aber hier haben wir wieder ein Beispiel von einem Leben, was durchdrungen ist von dem Willen Gottes. Und das ist das, was wir uns als Vorbild nehmen müssen. Wir sollen versuchen, den Willen Gottes so zu tun, dass wir am Ende sagen können, nicht ich lebe, sondern der Herr lebt in mir. So wie der heilige Paulus das gesagt hat. Und wir können vielleicht sagen, nicht ich, sondern der heilige Pio von Petrecina lebt in mir. Und regelt die Dinge und macht die Dinge. Nicht ich bin wichtig, sondern Gottes Wille für mich ist wichtig. Und gerade in dieser Zeit noch einmal, wenn wir etwas tun können und etwas tun wollen, dann ist es das, dass wir Sühne tun für die Dinge, die gerade in unserer Kirche geschehen, die darauf hinauslaufen, dass wir eine Nationalkirche kriegen, dass wir eine Kirche kriegen, die nicht mehr die katholische ist, die sich trennt von Rom, auch wenn unser Papst sehr ambivalent ist, was diese Dinge angeht. Aber wenn die Deutschen das machen, dann stirbt die Kirche hier. Dann müssen wir beten für die ein paar Bischöfe, die es noch gibt, insbesondere Bischof Vorderholzer, dass sie uns retten und dass wir uns an sie halten. Sie müssen uns dann an sie halten. Wenn Sie noch Intentionen haben für Pater Pio, die wir niederlegen werden an seinem Todestag am 23. September in San Giovanni Rotondo, rufen Sie uns an. Hier ist die Telefonnummer noch einmal und hinterlassen Sie Ihre Anliegen. Jeder, der anruft, bekommt die neue Ausgabe des Gebetsheftchens automatisch zugesendet. Hinterlassen Sie Ihre Adresse und wir müssen die hinausbekommen, damit viele Menschen durch diese Gebete zu Pater Pio und die Gebete, die Pater Pio selber gebetet hat, eben sich stabilisieren. Und gerade in dieser Unsicherheit, die noch nie so groß war seit dem Zweiten Weltkrieg, Hoffnung bekommen. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt und wir wissen, dass er uns nie verlassen wird. Wir wissen, dass die Mutter Gottes uns nie verlassen wird. Und das, was sich ankündigt, ist wohl nichts weiter als das, was die Mutter Gottes für uns angekündigt hat. Für den Fall, dass die Welt sich nicht bekehrt und es kommen, wir wissen nicht, was passiert, aber es drohen Dinge an der Tür zu klopfen, die, ja, von denen wir noch nie etwas gehört haben, besonders unsere Generation nicht. Also rufen Sie an, Intentionen
und dann bekommen Sie das Heftchen zugesandt. Wenn Sie mehr brauchen, dann sagen Sie es. Wir sind natürlich dazu da, diese Sachen zu machen, damit wir so viel wie möglich Apostolat betreiben können. Verteilen Sie diese Heftchen. Und ich danke jetzt schon den Pater Pio Schützling, die genau das überhaupt ermöglichen, nämlich, dass wir dieses Apostolat betreiben können mit diesen Bildern, mit den Gebetsheftchen und so weiter und so weiter. Wenn Sie selber Pater Pio Schützling werden wollen, dann schauen Sie in die Beschreibung unter dem Video und da erfahren Sie alles. Klicken Sie auf den Link und unterstützen Sie uns, wie Sie können und bekommen Sie auch die ganzen Dinge, die dort vermerkt sind, für sich. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.